Ja, hallo, Dirk Brandt hier mit dem TD17 oder besser gesagt dem TD17 KVX. Was verbirgt sich hinter dem TD17? Das TD17 ist ganz, ganz neu auf dem Markt und hat einige unglaubliche Features. Und damit denke ich mal, wird Roland mal wieder den Drammarkt ein bisschen aufwühlen, denn hier sind einige Sachen drin verarbeitet worden in dieser Preisklasse, die es so einfach noch gar nicht gibt. Roland hat sich den Slogan zu Herzen genommen, be a better drummer faster, und hat sich der neuen Technologie, wie zum Beispiel der Bluetooth-Technologie und einige anderen Sachen zu Hilfe genommen, um dem Schlagzeuger das Üben oder das Lernen oder das Lehren zu erleichtern. Aber was ist denn so neu am TD17? Erst einmal, was ich einfach der Hammer finde, man hat sich beim TD17 an dem Flaggschiff von Roland, dem TD50, orientiert. Das heißt, man hat neue Sounds entwickelt auf der Basis der Prism-Technologie und hat diese komplett für das TD17 entwickelt. Und die Sounds in dem Preisbereich sind einfach killermäßig. Das werdet ihr aber gleich auch noch hören. Das heißt, noch nie war ein organisches Spielen in dieser Preisklasse so möglich mit den ganzen Nuancen und der ganzen Sensibilität. Dafür hat Roland extra für das TD17 neue Pads kreiert. Und zwar insbesondere ein neues Snare-Pad. Und zwar, das ist das PDX12, ein 12 Zoll großes Snare-Pad. Das heißt, von der Größe her fühlt sich das Ganze auch schon viel, viel mehr echter an und viel mehr wie ein, ja, so ein bisschen, dass man zu Hause ist wie beim akustischen Drumset. Wir haben ein neues Kickpad, das ist das KD10. Und zwar unheimlich stabil und gerade, ich spiele ja gerne Double Bass Drum, wirklich standfest und stabil. Dann haben wir eine neue Hi-Hat, das ist die VH10. Die ist auch komplett überarbeitet worden, neue Sensortechnologie, um den ganzen Drummer ein mehr dynamisches Spielen zu ermöglichen. Des Weiteren haben wir dann noch überall 2-Ply Mesh-Heads. Wir haben 2 Crashers und ein Ride. Insgesamt stehen den Drummer 310 Instrumente zur Verfügung von Drum-Sounds, Percussion-Sounds, Effekt-Sounds etc. etc., um sich seinen eigenen Drumsets zusammenzustellen. Roland hat 50 Presets beigefügt, das heißt, für jedes Genre ist direkt was dabei, egal ob du Metal, Hip-Hop, Jazz, Funk-Drummer bist. Es ist für alle was damit bei. Und selbstverständlich kannst du natürlich auch diese Sounds alle noch bearbeiten. Das heißt, wie bei den Großen kannst du die Tonhöhe verändern. Du kannst Muffling-Funktionen, verwenden. Du kannst Ambient-Typen, du hast insgesamt 25 Ambience-Effekte, mit denen du arbeiten kannst und dann insgesamt auch nochmal 30 Effekte so zusätzlich, die du verwenden kannst. Dann hast du natürlich auch für jedes Pad einen einzelnen EQ und dann nochmal für die Gesamtsumme auch nochmal ein EQ zur Verfügung, mit denen du arbeiten kannst, um dir deinen Traumsound zusammenzubasteln. Das TD17 ist ebenfalls mit ganz, ganz vielen Features gespickt. Ich möchte dir aber zunächst erst einige Drumsets vorstellen. Das war gerade das Acoustic All Wood. Gehen wir mal einfach eins weiter zum Fat Rock, was ein typisches, ja, so Rockschlagzeug ist. Gehen wir mal weiter in den Jazzbereich hinein. Jetzt geht's in den Metal-Bereich hinein, Speed Metal, gerade sowas für Double Bass Drum.
oder auch so Prog sehr tightes, wenig Ambience beim Schlagzeug. Selbstredend auch gerade zum Üben oder um besser zu werden, ihr habt eine sogenannte Coach-Funktion. Was ist Coach-Funktion? Quasi in dem TD17 wird euch ein Trainingsübungspartner, Sparringspartner mitgeliefert, mit dem ihr solche Sachen machen könnt wie Time-Check, um euer Timing zu checken, Quiet Count, zum Beispiel, dann sind drei Takte mit Klick, beim vierten Takt ist der Klick weg. Den Klick könnt ihr natürlich auch noch selbst definieren, auch natürlich gar kein Problem. Dann habt ihr auch noch Warm-up-Übungen, zum Beispiel so Timing-Pyramiden von Viertel, Achtel, Sechzehntel, Triolen und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge Möglichkeiten, um erstmal euch selber zu verbessern. Dann habt ihr intern auch eine Songbibliothek, mit der ihr arbeiten könnt. Nehmen wir mal jetzt einfach nochmal vom Speedman. Ihr habt zum Beispiel hier, hört jetzt den Song. Das TD17 ist mit der Bluetooth-Technologie ausgestattet. Das heißt, zum Beispiel, ihr schaut auf YouTube eure Favoriten von Drum-Videos an. Oder ihr schaut euch via Streaming eine Drum-Lesson an und wollt mitmachen gleichzeitig. Dann könnt ihr ganz einfach euer Handy mit dem TD17 via Bluetooth verbinden. Ich drücke einfach hier die Taste dazu, sage Bluetooth Enter. So, und jetzt muss ich an meinem Handy, und zwar mache ich das nicht mit YouTube oder sonst was, sondern ich muss mich gerade auf einen Auftritt vorbereiten und mache das Ganze jetzt einfach an meinem Handy, und zwar mit meiner iTunes-Bibliothek möchte ich mich verbinden. So, und jetzt seht ihr auch im Modul, dass Bluetooth, also Pairing, hat stattgefunden. Mein Handy ist mit dem TD17 gekoppelt. Und jetzt kann ich quasi entweder YouTube oder auch, was ich gerne machen möchte, ich möchte gerne üben, kann ich zum Beispiel so ganz einfach mit meinem Audio. Jetzt habe ich hier eine Platte, und zwar, da habe ich selber, das ist das Gregor Hilden Orgentrio, da habe ich mitgespielt und muss mir nochmal die Sachen drauf schaffen für einen Gig. Also hier. Das mal dazu. Ihr seht, so leicht ist es heutzutage, wie gesagt, eure eigenen Sachen, wie gesagt, zu üben. Das heißt, keine Kabellage mehr, großartig. Natürlich haben wir einen USB-to-MIDI-Ausgang, der ist natürlich auch vorhanden.
Und jetzt kommt für mich aber noch der Clou, der in dieser Preisklasse einfach der Hammer ist. Denn ihr könnt sogar eigene Samples in das TD17, wenn ich mal die Karte kriegen würde, in das TD17 hereinladen. So, was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt keine Drum-Samples genommen, sondern ich habe einfach, ich wollte noch Melodien oder ich habe so eine Drumline, ich bin so ein Fan von Drumlines und wollte einfach mal mitspielen, weil ich den Sound cool finde. Jetzt habe ich einfach mal, und zwar ganz normal wie beim TD50 oder TM2, könnt ihr eigene Loops, Samples, ihr könnt also wie gesagt eure Drum-Sounds nochmal layern, übereinander lagern. Das heißt, ihr seid wirklich für die Zukunft gesichert mit dem TD17. Und das finde ich einfach, ist unfassbar. Auch wie es sich spielen lässt, zum Beispiel, dass du das Ride immer so ancrashen kannst. Mega. Okay, jetzt möchte ich euch mal kurz das vorstellen, was ich gemacht habe. Meine Karte wieder herein. Jetzt habe ich das gleiche Set gesampelt. Was ich aber gemacht habe, ich habe zum Beispiel hier auf dem Rand von Tom Nummer 3, habe ich die Drumline laufen lassen. Schaut mal. Das ist mein eigener Sample. Und kann dann dazu trommeln. Also ihr seht, eigene Samples hereinladen, ihr habt wirklich so viele Möglichkeiten mit dem TD17, checkt es einfach mal aus, es ist mehr als ich vom TD17 jemals erwartet, es ist ein Wahnsinns-Drumkit mit unheimlich vielen Features, für die Zukunft gesichert würde ich sozusagen, also viel Spaß damit, das war Dirk Brandt, tschüss.